Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir uns ein kleines Skript hier für Windows schnell und einfach erstellen können. Ja, das erleichtert uns die Arbeit unter Windows jetzt hier beispielsweise. Das ist jetzt also ein VBS-Skript. Das ist ein kleines Skript hier und zwar den wollte ich euch zeigen, weil ich den ganz cool finde. Über fast lustig bis hin zu sehr nützlich natürlich. Das erlaubt uns einfach die versteckte Dateien und Ordner hier unter Windows anzuzeigen, ja. Das machen wir normalerweise hier mit dem über den Windows Explorer müssen wir starten. Ansicht, hier haben wir Ordner, Optionen, Ansicht und hier irgendwo genau ausgeblendete Dateien und Ordner anzeigen. Es gibt aber auch, glaube ich, hier ausgeblendete Elemente, genau, also einfach den Windows Explorer und dann hier ein Häkchen setzen, genau. Dann geht das auch schnell. Allerdings mit dem Skript, ich blende das mal wieder aus, hier mit dem Skript hier geht es noch schneller und zwar mit einem Doppelklick einfach ganz schnell. Das können wir uns irgendwo hier ja, hinstellen oder, weiß ich nicht, eine Verknüpfung und schon können wir, ich mach mal hier, ich ziehe mal ein paar Dateien hier rüber, meine Wegen hier, das ist ein kleiner Clip hier beispielsweise, ich verstecke das jetzt einfach mal. Zack, zack, weg ist der, ein Ordner, den lassen wir erstmal vielleicht so, damit wir ja besser ein Beispiel haben vielleicht und ein Bild hier. Okay, hier ist noch eine Batch-Datei, das lasse ich jetzt auch so. Und zwar genau, wenn ich jetzt einfach doppelklicke, schon sind die Dateien, werden die angezeigt, hier die versteckten, ja, das Bild hier beispielsweise. Und mit Doppelklick können wir das wieder verstecken, ganz schnell, ja. Das geht ratzfratz hier. Und zwar, genau, das Skript hier sieht so aus, hier ein paar Zeilen, genauer gesagt 12. Und ja, wie gesagt, können wir uns ganz schnell und einfach erstellen. Genau, was ich euch aber zeigen wollte auch ist, wie schnell wir uns so ein Skript erstellen können. Wir kopieren jetzt einfach hier den Inhalt beispielsweise und öffnen uns hier ein, keine Ahnung, Texteditor unserer Wahl vielleicht. Einfach einfügen hier und jetzt einfach speichern unter, das ist jetzt wichtig, der Name spielt hier keine Rolle, ja, das können wir nennen wie wir wollen, hier weiß ich nicht, Hide on off meinetwegen, ist egal, ja, jedenfalls sehr wichtig ist natürlich, dass die Endung, ja, .vbs, das auf .vbs endet, ja, das ist ein Visual Basic Script, also damit Windows auch was damit anfangen kann. Auf dem Desktop speichern die Datei, ja oder nein, ist jetzt wurscht. Genau, und schon haben wir unser Skript hier. Wenn ich das jetzt, das war das hier, genau, schnell und einfach mit Doppelklick hier die Files hier, die versteckten anzeigen bzw. verstecken. Genau, ich wollte euch das auch zeigen, weil ich das wie gesagt cool fand. Ich hoffe, dass ich euch irgendwie weiterhelfen konnte hiermit. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach ja einen Kommentar hinterlassen, wie immer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.